Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Vier Siege, ein Unentschieden. Das ist die Bilanz des FC Ingolstadt nach den ersten fünf Spieltagen und somit folgerichtig als Tabellenführer rein in Spieltag Nummer 6. Jeff Salbene hatte trotzdem Kritik geäußert an seiner Mannschaft nach dem jüngsten Erfolg in Uerdingen. Gegner der FC Hansa Rostock, zuletzt nicht so erfolgreich, krisengeschüttelt mittlerweile und der Start auch einer zum Vergessen für den FC Hansa Rostock. 17 Minute, Foul-Aal-Schwede gegen Diawosi und Schiedsrichter Osman Nagic zeigt nach kurzen Zögern auf den Punkt und das zu Recht, das Foul, wenn auch knapp, innerhalb des Strafraums und somit die Chance zur frühen Führung und das ließ sich Kapitän Stefan Kutschke nicht entgehen. 18 Minute, 5. Saisontor bereits für den Kapitän, der in der gesamten letzten Saison nur auf 3 Tore gekommen war. Früher Rückstand also für Jens Hertel und Rostock, den sie auch mit in die Kabine nahmen. Aber nach dem Seitenwechsel Rostock zielstrebiger. 50. Minute. Aaron Opoku setzt an zum Solo. Vorbei am ersten, vorbei am zweiten und rein damit. Ein großartiges Tor vom 20-jährigen Nachwuchsstürmer. Sein zweites Saisontor bereits. Hier vorbei an Krause und dann ins kurze Eck. Auch Puntic geschlagen. Das erste Gegentor für Ingolstadt seit dem zweiten Spieltag. Und Rostock machte weiter, wechselte offensiv, brachte Königs zum Beispiel. Der ist hier involviert. Riesentat diesmal von Puntic, den Rückstand zu verhindern. Das Ganze in der 73. Minute. Die Flanke von Opoku und der Reflex von Puntic. Aber in der 86. war er dann doch zum zweiten Mal bezwungen. Die Ecke von Pepic findet den Kopf von Kai Bülow. Und Puntic kommt nicht mehr rechtzeitig hin. Rostock drehte die Partie. Kurz vor dem Ende sah es gut aus für Hansa in Richtung zweiter Saisonsieg. Und sie hätten alles klar machen können. Erste Minute der Nachspielzeit. Toll, frei kombiniert da aus der Ecke heraus. Und dann Nico Neitert, frei vor Puntic, lässt die Entscheidung liegen. Eine Minute später auf der anderen Seite. Ein langer Ball in Richtung Strafraum von Hansa Rostock. Und dann kommt Kutschke vor Sonnenberg an den Ball, wird dann getroffen. Und es gibt erneut Elfmeter. Und auch hier die Entscheidung richtig. Kutschke zuerst am Ball, dann wird er am Knie getroffen. Und somit die Möglichkeit, doch noch alles für Ingolstadt zu retten. Das 2:2 in der Nachspielzeit. Ein Punkt für den FCE, der weiter ungeschlagen bleibt. Ja, aufgrund der zweiten Halbzeit können wir froh sein, dass wir einen Punkt geholt haben. Das stimmt. Ich denke schon, dass das Resultat mehr oder weniger auch so in Ordnung ist. Aber wenn es einen Gewinner hätte geben müssen, dann glaube ich schon, dass es Rostock gewesen wäre. Ja, ich glaube generell, waren wir in der ersten Halbzeit heute nicht gut und da haben wir gesagt, dass wir jetzt heute deutlich besser agieren müssen und wollen. Das haben wir auch hingekriegt und haben, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit den Weg gezeigt, wie es weitergehen muss in den nächsten Spielen. Wenn auch die Enttäuschung überwiegt, am Ende die ersten Auswärtstore und der erste Auswärtspunkt. Es kann viel Positives mitgenommen werden an die Ostsee.